König Charles, darum pflegt er zu Louis so ein enges Verhältnis. Wie in jeder anderen Familie durchlebten auch die britischen Royals in der Vergangenheit einige Höhen und Tiefen. Neben rührenden Liebesgeschichten, pompösen Feierlichkeiten und großen Erfolgen wurden auch sie von schweren Schicksalsschlägen getroffen. Besonders der 27. August 1979 sollte für König Charles, 74, und seine Familie als schwarzer Tag in die Familiengeschichte eingehen. Denn an diesem Tag verloren sie Prinz Louis, der wie ein zweiter Vater für den damaligen Thronfolger war. Die tragischen Hintergründe erzählen wir im Video. Verwendete Quelle: Mail & Do News.